Willkommen zurück bei im Sand dazwischen. Wir holen uns nochmal die letzten paar Dinge, an die ich mich jetzt tatsächlich erinnert habe. Wir haben ja noch ein bisschen was zu aktivieren. Ich habe in den letzten Parts nochmal nachgeschaut. Ich glaube, es war Part 16 oder so. Oder Part 15, 16, 17. Irgendwas um den Dreh. Und habe in dem Part tatsächlich nochmal ein paar Sachen gefunden, wo wir waren. Und meines Erachtens nach noch nicht gewesen sind. Ich werde gleich eventuell eines Besseren belehrt. Aber eigentlich glaube ich, wir waren hier beispielsweise noch nicht. Yeehaw! Das ist minimal gefährlich, aber für eine Goldbrasse, ja, tue ich natürlich alles. Yeehaw. Gucken wir, was wir hier haben. Plus 15 Wirkung von Heilung, okay. Nichts Schlechtes, aber auch nichts, was ich jetzt zwingend haben will. Das da hätte ich gerne zwingend. Hallo? Okay, da hing meine Taste kurz. Ich würde erst den. Eigentlich erst den dicken bekommen wollen. Oder halt einfach beide. Ich wollte eigentlich gerade die Attacke machen. Die ist schon nicht schlecht. Keine Batterie. Ach, du lebst noch. Warum? Geh weg. Okay. Du bist ein. Achso, du bist ein Kaffeesatzding, ne? Ja, du bist ein Kaffeekapsel. Kann ich trotzdem gut gebrauchen. Kenn ich dich schon? Ja, ist eine Petillenpatrone. Legostein und so weiter und so fort. So, jetzt ist die Frage. Kann ich jetzt von hier aus? Nein, kann ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich abschießen kann. Das war selbst das war knapp. Was passiert denn, wenn ich in die Richtung einfach schieße? Ich weiß es nicht. Tatsächlich. Na toll. Sehr praktisch. Nicht. Das war ziemlich beschissen. Soll ich jetzt extra? Weiß ich nicht. Ich meine, wir wissen ja, wo das Zeug liegt. Wenn ich tatsächlich nochmal so 10 brauche, dann könnte ich nochmal zurückgehen, weil ich kann ja jetzt gerade. Es gibt ja kein Item, wo ich jetzt einfach mir meine Umami wiederhole oder so. Oder gibt es hier so ein Item von wegen langsamer Umami-Regeneration oder so? Also es gibt nichts, wo jetzt automatisch irgendwie Umami regeneriert wird. Ja, ist halt so. Wir wissen es, da ist jetzt halt noch ein Ding, was mir 10. Ich hasse euch alle. Aber hier war ich noch nicht, witzig. Tu's nicht, tu's nicht, tu's nicht, tu's nicht, tu's nicht. Okay.
Hier war ich witzigerweise noch nicht, okay. Für die Haarklammer mache ich das natürlich gern. Da ist auch noch ein Item. Ich bin mal wieder blind. Da ist sogar noch eine große Krabbe. Und ein Tennisball. Willst du noch was von mir? Na komm. Trau dich. Noch ein Heizahn. Sehr schön. Das nehmen wir auch mit. Das kriegen wir auch mit. Ihr kriegt mich nie. Nein. Hier irgendwo ist auch noch mein Pizzakarton. Hier war ich echt sehr... wie immer sehr ausführlich. Ich denke immer, ich bin an Orten total ausführlich und dann, dann kommt sowas. Hier ist eine Falle. Da gehen wir jetzt gleich auch... Hier ist auch noch ein... Was? Okay, ich bin leicht verwirrt, aber ist okay. Na, natürlich. Klar, ist, ihr seid ein paar Fiene. Okay, das gegen Multiple-Gegner ist es nicht ganz so effektiv. Ja, okay. Haben wir denn hier wenigstens was Schönes? Einen noch, dann kann ich meine Umami-Ladung erhöhen. Ja, das ist eigentlich, das ist schon was. Das gefällt mir doch ganz gut. Mal ganz kurz gucken. Lass mich in Ruhe. Eigentlich müsste hier irgendwo der Pizzakarton schlummern. Jetzt vollkommen verlaufen. Nee, eigentlich nicht. Aber ich übersehe, habe auch hier Sachen übersehen. Deswegen ist es gar nicht mal so verkehrt, hier nochmal rumzulaufen. Ich würde aber gerne nochmal einen neuen Hammer haben, falls ich jetzt gleich wieder ins nächste Loch falle. Oder halt von diesem linken X hier, direkt links neben mir, gefressen zu werden. Das war gar nicht meine Absicht, aber das ist auch okay. Oh, das war knapp. Okay. Aktuell sehe ich noch keinen Pizzakarton. Waren wir hier beim Telefon? Ne, das ist gar kein Telefon. Okay. Gut. Anscheinend hatten wir den auch noch nie besiegt, weil ansonsten hätten wir jetzt nicht Kristalle bekommen, die uns hinterherlaufen. Warte mal, hier ist der Eingang zu... Dann weiß ich, wo der Pizzakarton ist. Der Pizzakarton müsste jetzt hier vorne sein. Und dann gehen wir nämlich zum nächsten... Wer bist du? Was? Ich war gerade dabei, dich zu vermöbeln. Ich war gerade dabei... Ich habe den Faden verloren. Hi. Wo kommt ihr auf einmal alle her? Was mich ein bisschen wundert, ist hier jetzt die Farm? Da müsste der Pizzakarton doch eigentlich da sein. Ich meinte doch noch, zum Pizzakarton komme ich gleich. Das war hier. Auf jeden Fall. Ist es gerade nur, ist das Wetter gerade so schlecht oder ist es schon immer so eine schlechte Sicht hier dran? Ist immer so eine schlechte Sicht, oder? Da ist der Pizzakarton. I found him. It, whatever. Natürlich gehe ich jetzt ohne Hammer hin, was ein bisschen doof ist.
Aber auch so funktioniert es. Ja. Aber auch nichts Besonderes. Gut. Dann gehen wir zum nächsten elektrisierenden Ort, der sich bei der Disco-Kugel befindet. Falls ihr euch jetzt fragt, was zum Teufel meine ich mit Disco-Kugel? Hier hinten links, also im Westen, war ein netter Herr, der gerne die Musik aufgehört haben wollte, also abgeschaltet haben wollte. Wir haben einen Disco-Fisch besiegt und daraufhin meinte er, oh mein Gott, jetzt kann ich meine eigenen Gedanken hören. Ich will hier nicht mehr sein. Das Ding war leer im letzten Part. Ich erinnere mich an die Stelle hier. Ich war hier im Part 16 oder so. Da war hier kein Item. Es kommen im Nachhinein noch Items dazu. Das weiß ich nicht, wie ich das jetzt finden soll. Also tatsächlich weiß ich nicht, wie ich das finden soll. 10.000 Heftklammer. Ich weiß, dass dieser Mülleimer hier leer war. Interessant. Spawnen hier scheinbar tatsächlich einfach neue Sachen. Okay. Genau, ich muss einmal hier durch. Das ist das Wurmparadies hier. Muss einmal kurz aufpassen, dass ich hier nicht zu häufig gefressen werde. Geil. Verdammt. Lass mich hier raus. War ja total sinnlos, hier jetzt reinzugehen. Ich wusste, dass das passieren würde, dass ich irgendeinen davon nicht mitbekomme. So, und hier, genau, da wollen wir hin. Perfekt. So, und das ist schlecht. Ich weiß nicht, ob die Disco-Kugel magnetisch ist. Ich finde ja schon, meine Gabel sollte eigentlich magnetisch genug sein dafür, aber nein, natürlich nicht. Da ist was. Okay. Immerhin hat er Glück, Musik ist wieder an. Okay. Da oben gibt's gleich was, aber jetzt erstmal wollen wir kurz hier aufräumen. Ich weiß nicht mal, wo das Ding ist. Ist das ein One-Hit-Wonder oder was? Okay. Ja, gib mir mal meinen Jokult wieder, bitte. Seht ihr hier noch mehr One-Hit-Wonders, oder? Was wir hier noch haben. Ich komme nicht hoch. Oh, das war unerwartet. Das war auch unerwartet. Und tschüss. Haftschnecke. Plus, plus. Sehr schön. Ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Ich befürchte, jetzt gleich ist hier noch irgendwo so ein Wurm. Hier zum Beispiel. Nein. Okay. Ich bereite mich jetzt hier aufs Ausweichen vor. Ich meine, normalerweise zeigen eigentlich Blubberblasen so ein bisschen an, wo die sind. Rostfreies Relikt. Leider nein. Wer bist denn du?
Du kennst dieses Gefühl, du trägst es in deinem Herzen. Die Sehnsucht nach einem Zuhause, das nie existiert hat. Doch nicht verzagen, es existiert. Wir alle werden das schon bald finden. Gut. Gut. Dann hätten wir auch das. Gut. Tja. Dann würde ich fast schon sagen, das ist das, woran ich mich erinnern kann. Warte mal, ich glaube, der Weg hier hinten ist der schnellere. Das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Oder was ich in den Parts gesehen habe, die mir jetzt so eingefallen sind. Du hast noch was für mich. Der links sogar auch. ...3000 geben die mir. Oh, aua. Was war das denn jetzt? What just happened? Aber egal, wir haben es geschafft. Hier gibt es noch ein blaues Ding. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass echt tatsächlich neue Sachen aufgetaucht sind. Aber sowas von. Es sind ja auch andere Gegner hier teilweise. Also es sind Gegner hier, die wir teilweise erst in späteren Gebieten... Beispielsweise dieser Sumpffisch da. Der Plörrefisch. Der ist ja das erste Mal aufgetaucht, als wir da in dem... Ja, ich sehe dich. In dem Plörre-Gebiet waren. Was ist das? Die Kavallerie oder was? Also entweder bin ich hier super blind durchgegangen. Was ich eigentlich gerne ausschließen möchte, aber nicht kann. Ha. Oder hier spawnen tatsächlich ein paar Dinge neu. Also könnt ihr mir nicht erzählen. Ich war doch hier. Da hinten ist sogar noch... Als ob... Frederik. Die, Entschuldigung, was? Die Seele eines finanzversierten Fisches? Was soll mir das... Was bringt mir das? Jetzt mal ernsthaft. Hä? Ist das eine Quest? Ich soll Frederik finden? Keine Ahnung. Hier ist noch ein Einsiedlerkrebs. Ich habe das Gefühl, ich bin in einem völlig neuen Gebiet. Warum bist du denn sauer auf mich? Ich will dir doch gar nichts. Da waren wir schon. Das ist echt eine recht entspannte Möglichkeit, mich hier vorzubewegen, tatsächlich. Geht ein bisschen schneller. So ein bisschen Tunnelsichtoptik, aber ansonsten nicht verkehrt. Ja, dann würde ich sagen, heißt das für uns, es geht aufs Boot. Was konnte ich mit meinen Kristallen jetzt nochmal machen? Ich konnte mit meinen Kristallen also die Fähigkeiten erweitern. Die, ach warte mal, ich habe ja eine neue Fähigkeit. Die will ich nochmal ganz kurz hochleveln. Weil, why not? Ist jetzt nicht so, als bräuchte ich noch irgendwelche anderen. Tentakelangriffe heilen, Griff ein Bruchteil. Geil. I like. Cool. Ich würde die dann eigentlich auch gerne mal benutzen, weil warum nicht? Gut. Dann teleportieren wir uns zum Boot, welches sich im Frachthafen befindet.
Hey, ich glaube, ich habe jetzt genug Energie, um das Boot aufzuladen. Worauf wartest du denn noch, Kleiner? Hau rein. Okay. Da brat mir einer einen Stockfisch. Du hast es geschafft, Kleiner. Keine Ahnung, wo du das gelernt hast, aber der Kutter ist wieder seetauglich. Wenn wir Hackengas geben, schaffen wir es vielleicht noch sogar vor Roland zum Schatz. In der Tat, Tempo hat nun oberste Priorität. Oh. Achso, das ist ja eigentlich eine Sie. Egal. Oh, ein neues Gesicht. Wie heißt du denn? Wie ich heiße? Ich bin die Titanbezwingerin. Die Heischrecken. Das Bollwerk von... Das ist Chitan. Sie hat auch... ist auch auf den Schatz abgesehen, glaube ich. Dem ist nicht so. Ich bin auf der Suche nach dem Monster, das den Ozean verseucht und will seinen Kopf auf eine Harpune schießen. Na, das nenne ich Enthusiasmus. Na los, komm an Bord. Oh, ich bin auch dabei, meiner Treu. Ganz gleich, wie gefährlich es wird. Einen solchen historischen Moment kann ich mir nicht entgehen lassen. Und ich muss Roland mal ordentlich die Meinung geigen. Wenn ich ihm erkläre, welches Unheil sein Konzern anrichtet, dann wird er bestimmt sich ändern. Hey, dürfen wir auch mit? Na klar, wir nehmen alle auf unsere kleine... Habt ihr gesehen, wie groß das Boot ist? Wie meine Mutter immer zu sagen pflegte, je mehr, desto besser. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich würde es bevorzugen, wenn das Boot nicht ganz so voll wäre. Tja, schade. Da hast du wohl... Ich sehe was, was du nicht siehst. Was habt ihr eigentlich alle mit dem Schatz vor? Also, wenn ihr ihn euch als erstes schnappen könnt. Ich habe beschlossen, ihn zu spenden. Es gibt einen sicheren Verband, der depressiven Clownfische hilft oder so. Ich renoviere das Museum, damit alle die Schönheit des Ozeans erleben können, meiner Treu. Ich rette meine Kneipe und lege ein bisschen was beiseite, damit meine Buddies es später gut haben. Ah, da haben wir alle richtig tolle Pläne für die Kohle. Wisst ihr was? Wenn ich den Schatz als Erste finde, dann teile ich ihn mit euch. Och, was für eine nette Geste. Das werde ich auch, meiner Treu. Ich kann den Schatz doch nicht für mich selbst behalten, wenn so viele liebe Leute Aufwendung dafür haben. Verfischt nochmal, da bin ich auch dabei. Die Gründlerstube lässt sich auch mit einem Teil des Schatzes sanieren. Da sind wir uns ja alle einig, oder Krill? Ich brauche den Schatz, um meinen Panzer wieder zu kriegen. Nein, tut mir leid. Wie bitte, Kleine? Tut mir leid, aber ich kann den Schatz nicht teilen. Ich brauche den ganzen Schatz, wenn ich meine Muschel zurückhaben will. Krill, bist du denn wirklich so ein kleiner Egoist? Du redest von nichts anderem als deiner Muschel, meiner Treu. Was ist an der denn so besonders? Ist sie von historischer Bedeutung? Kann sie eure Feinde zermalmen? Ist sie voller wertvoller Glitzerstücke? Ist sie voller Pasta? Sie gehört mir, okay? Ich mag sie, ich will sie zurück. Ich möchte mein altes Leben, bevor ich diese Schatzsuche verwickelt wurde. Ich war gerne allein in meiner Muschel, ohne irgendwen. Und ich wollte auch nicht wissen, dass sich direkt vor meiner Haustür ein Ozean voller Zombie-Krebs und Plörre befindet. Ich will einfach, dass alles wieder normal wird. Normal? Hör mal, Kleiner, dein Leben in der Restwassersenke klingt ja wirklich gemütlich, aber für den Rest von uns war noch nie was normal. Ehrlich gesagt habe ich langsam den Eindruck, dass es das Beste wäre, wenn du deine Muschel nicht wieder bekommst. Vielleicht schaust du dann endlich mal über den verfischten Tellerrand. Hey, das ist... Ich lasse den Knirps doch in Ruhe. Wenn er den Schatz findet, soll er damit machen, was er will. Teilen ist ja schön und gut. Und wer den Müll will, soll er erstmal hinschaffen. Hat doch keinen Sinn, jetzt rumzuheulen, oder? Ach, jetzt heule ich auf einmal hier rum. Mal sehen, ob ich immer noch heule, wenn ich dich über Bord geworfen habe, du aufgeblasener. Land in Sicht, Land in Sicht. Das wollte ich schon immer mal sagen. Land in Sicht. Mir ist aufgefallen, dass wir unter Wasser gerade, wie bei SpongeBob, über... Egal. Ist das ein Flipperautomat? Es ist ein Flipperautomat. Die Abflussmündung. Anscheinend sind wir gerade rechtzeitig gekommen. Seht ihr das Seil? Sie haben bereits begonnen, den Schatz zu heben. Es ist durchaus möglich, dass sie ihn bereits gefunden haben, meiner Treue.
Stellt eure Panzer, Brüder und Schwestern. Dieser Khan wird sich nicht kampflos ergeben. Momentchen, die werden uns doch nicht angreifen, oder? Warum glaubst du, sind sie wir hier, du wirbelloses Weichtier? Dieser Schatz gehört uns allen. Wenn Roland ihn uns nicht überlässt, dann holen wir uns ihn eben. So einfach ist das. Das hätte ich dir selbst nicht besser ausdrücken können. Ihr habt die Seele einer Kriegerin, meine kleine rosa Krebsdame. Gütiger Guppi, da laufe ich ja gleich rot an. Heiliger Hummer, ich hätte wissen müssen, dass die Leute nicht ganz koscher sind. Und wir sind noch auf dem Schiff. Der Abfluss, wo die Sünde der Krebse begraben liegen. Vielsagend, dass wir hier aus den Scheren der Verdammten weltliche Reichtümer gewinnen. Aber haben wir denn eine Wahl? Rechnungen bezahlen sich nun einmal nicht von selbst. Ich, alter einsiebiger Krebs, hätte nie gedacht, dass ich die Abflussmündung mal mit eigenen Augen sehe, meiner Treu. Einige bezeichnen sich als den Eingang zur Hölle selbst und erst der legendäre Schatz, der daran verborgen sein soll. Meine Antennen kribbeln schon bei den Gedanken daran. Wir schreiben hier Geschichte. Gut, wir machen mal eben kurz, aktivieren mal eben das hier. Plang. Ich hoffe ja, dass das nicht in Gewalt ausartet. Also, ich kann natürlich meine Krebse stehen, meinen Krebs stehen, aber um den Rest von euch mache ich mir schon Sorgen. Ist echt nicht leicht, so viel Empathie zu haben. Wir gehen gleich auch, also wir werden wahrscheinlich jetzt nicht mehr viel weitergehen, aber ich würde gerne noch mit ihr zumindest reden. Also, sie wird ja auch irgendwo sein. Sie ist ja gerade ein bisschen angepisst von uns. Minimal. Mehr oder weniger eigentlich eher mehr Glück. Unsere Reihen haben sich deutlich gelichtet, aber wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen unsere Mission für die rechtschaffenden Bürgerinnen und Bürger, die ihr Leben gegeben haben, zu Ende bringen. Der Wahnsinn, die Abflussmündung, das schreit geradezu nach einem Foto. Hut ab, Süßer. Diese Sache mit dem Schatz hat sich ganz schön in Atem gehalten. Ich muss mir dringend neue Fans suchen, um ihnen alles genau zu erzählen. Aha. Ich mag das jetzt schon total. Nicht. Also, tut mir leid, aber ich kann den Schatz nicht teilen. Vergiss es einfach, Kleiner. Wir haben hier nur eine Mission, und zwar Roland den Schatz abzuluxen. Danach können wir uns kabbeln, so viel wir wollen. Mhm. I don't see shit. Hi. Da unten ist was. Pretty much dislike this. Ich muss hier gerade ein bisschen zu viel rumgehopsel und rumgehuppel. Ich weiß nicht, was da oben. Ich glaube, da könnte sogar ein neuer Panzer sein. Nein. Das ist eine ganz normale alte Blechdose. Du mir zu sagen? Ich kann kaum glauben, dass wir so weit gekommen sind. Unsere bescheidenen Anfänge in Neukrebsingen liegen weit hinter uns und wir sind so nah dran, dass ihr Ziel gerade. Gebt jetzt nicht auf, geht aufs Ganze, glaubt an euch. Gebt ihnen Saurus, nehmt keine Gefangenen. So wahr ich Bartleby Schwarm heiße. Kommt jetzt direkt der Boss? Also wahrscheinlich, wenn dann der Oktopus. Gegen den wir schon mal. Hallo? Gegen den wir schon mal gekämpft haben, also den Tintenfisch da. Don't like that. Wohin? Okay, zum Haken, ja? Okay. Macht euch bereit, Vagabund. Vor uns liegen lediglich Blut und Splitter. Ich hoffe sehr, dass das nicht stimmt. Schon bald tropft das Blut von Tyrannen an unseren Klingen herab. Mit dieser Flut beginnt die Befreiung des Ozeans. Schwingt eure Klinge, bis ihr das herzkalte Herz der Assel durchbohrt hat. In Ordnung? Du bist neu. Mir auch nicht. Tintenpatronen.
Ich würde jetzt gleich gerne eigentlich einen Cut machen. Ich weiß nur nicht, ob ich dieses Sprungparadies jetzt hier immer und immer wieder machen müsste. Wir gehen erstmal einfach kurz hier. Ja, wie gesagt, wir reden hier gerade mit allen. Haben wir schon mit allen wichtigen Leuten, haben wir, glaube ich, schon geredet. Wie gesagt, da ist jetzt der Flipper-Automat, den wir jetzt besteigen werden. Und ich befürchte, der Flipper-Automat ist eine große Boss-Arena. Well, that wasn't as bad as I thought. No one even showed up to stop us. I don't like it. Something smells about all this. Roland knew we were gonna show up. So where's all the resistance? It all really stinks of... A trap? Right you are, bottom feeder. See, us civilized folk have rules. As much as I dislike your little mottled crew, it wouldn't be gentlemanlike to have you disposed of without a good reason. But all y'all have just stepped onto my private property without permission. And where I come from, that's a crime called trespassing. I presume you know what we do to trespassers at Shellfish Corp. Inkerton, kill the city folk. Gladly. And as for you... Oh. I'll send you down the drain myself, you little flatworm! Oh Gott, machst du Schaden! Let's give him a show! Was geschehen? Der Tentakel hilft echt gut. Ich mach doch richtig viel Lebensraub. Ah, okay, das war weiter als ich dachte. Oh Gott. Bitte das. Was? Nein! Gib mir Lebensraub. Stopp! Vorsicht! Trinken! Für den First Run! Nee, es gibt einen zweiten Run. Remarkable work, Vagabond. The barge is ours. All that remains is to... Credits! Nein, was? What the show was that? Stupid, stupid, stupid little bottom feeders. Don't let any of these trespassers leave, boys. Oh, son. Serving my lowest folks. Y'all just don't know when to quit, do you? You could have all stayed in your cozy little homes in the reef, watched a Shellfish Corp dug up this treasure, and waited for that newfound wealth to benefit everyone in town. But y'all just had to get greedy. You decided you deserve this treasure more than the fine people of New Carcinia. And I would be remiss as a local business leader if I didn't punish y'all for this little indiscretion. I dare say that not a single one of y'all... Shut up! I've been working my butt off trying to get my old life back! I'm pretty sure I've been working harder than anyone else! And now all of a sudden, I'm the jerk for wanting the treasure I earned? And you... don't have to do anything at all! You just sit around and stuff just happens for you! It's not fair! It's all a bunch of bullshit! I'm sick of it! I'm... gonna... get... that... Krill, wait! Treasure! Hold on to something, y'all! Yeah.
Da hatte unser lieber Krill die Schnauze voll. Wir haben aber immerhin gerade Roland Boss First Stride, obwohl ich nicht glaube, dass es... Also, ich hätte gerade kurz gedacht, jetzt kommt eine Katze hin und dann war's das. Sind wir tot? Spiel vorbei? Deswegen ist sie kaputt. Hat ein böser Mensch gegengetreten. Wird geladen. Wir haben keinen Panzer mehr. Oh, my head. It's so cold. Anyone? Can you hear me? Nemma? Kaiten? Conch? Blue guy? I think this is my fault. Ja, oh, ich kann kaum noch laufen. Perfekter Moment für einen Cut. Ich sage, blinde Passagiere deaktiviert werden nackt. Ja, ich weiß. Dankeschön. Ich kann nicht speichern. Okay. Willkommen zurück bei. Welcome back to. Ich würde gern. What word comes to mind when you think of the Earth? Hello? Is someone there? Oh, ein Ampelfisch. Ist jetzt irgendwo ein Ampelfisch? Anglerfisch, nicht Ampelfisch. Anglerfisch. Would you say the Earth is beautiful? No. It's mean. And it's rude. And it's scary. And everything nice in it just gets messed up eventually anyway. Ja, Geld. Der Schatz. It's over. It's... all over. But like, for real this time. There you are! Do you know what happened to the others? Oh, now you care about the others, is that right? They can get boiled for all I care, and as a matter of fact, so can you! Take a look, pal. Here's the treasure you had us throw our lives away for! What's that? It's nothing! Nothing usable at all! No plastic, no glass, not even a single nugget of foam. Just this pile of damp paper. It's totally worthless. It was really all for nothing? So what do we do now? You want my advice? Go find whatever the apex predator is down here. And jump in their goddamn mouth! Then you'll finally be valuable to someone! Das ist nicht fair. Es tut mir so leid. Weg von mir! Ein Part in Überlänge. Ja. If the world is ugly, then you need to fight. Fight
to rip this ugly world apart. I don't want to. I'm tired of fighting. I never wanted to be any good at it. I'm never getting my show back. So what's the point? Falls übrigens euch fragt, warum ich nicht schneller gehe. Well, I can't. Ich kann nicht. Ich kann auch nicht kämpfen. Ich kann auch nicht. Oh, das kann ich machen. Hoch die Hände, Wochenende. If you don't fight, you will die like prey, along with the rest of this world. Maybe I don't care. Das ist ja. Ich kann mich nicht wehren. Runter von ihm, ihr lässiges Geschmeiß. Nimm das und das. Puh, gerade noch rechtzeitig. Na los, Grill, schnapp sie dir. Ich will nicht. Jetzt stell dich mal nicht so an, Kleiner. Wer weiß, was das Krabben... wann diese Krabbenviecher zurückkommen. Wir müssen abhauen. Geh einfach ohne mich. Ich bin sowieso keine Hilfe. Wenn sie dich erwischen, ganz bestimmt nicht. Also lauf jetzt. Na schön. Ich verstehe dich, ja? Ich bin auch müde, Kleiner. Du bist nicht der Einzige, der schon länger kämpft, als gut für ihn ist. Und du kannst mir glauben, dass es Tage gibt, an denen ich nicht aus der Kuh hier komme. Kritiker Kuppi. Ich hatte die geniale Idee, zwei Butchers in diese elende Welt zu bringen. Und so, wie es gerade aussieht, werden die für den Rest ihres Lebens Abfälle vom Meeresboden aufsammeln, um durchzukommen, genau wie ich. Aber wenn du jetzt den Löffel abgibst, ändert das auch nichts. Das Leben macht nicht immer Spaß. Es macht sogar meistens keinen Spaß. Aber was willst du dagegen tun? Wir haben doch keine Wahl. Wir stehen auf, wischen uns die Tränen ab, gucken grimmig und überleben. Verfischt noch eins. Unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende. Hörst du überhaupt zu, Kleiner? Grill? Heiliger Hummer. Grill? Grill? Wach auf, Kleiner. Was ist passiert? Oh, den Gezeiten sei Dank. Ich dachte schon, du wärst den Abfluss hinunter. Und du hast gerade eine Muschelladung Plörre ausgehustet, Kleiner. Das Zeug hat dir wahrscheinlich den Magen verätzt, als wir hier runtergepurzelt sind. Was denkst du, Alterchen? Kommt er durch? Nun ja, ich muss zugeben, mein Doktortitel stammt nicht aus der medizinischen Welt. Doch ich habe schon einige Plörre-Infektionen gesehen und habe den Eindruck, dass sein Körper sich fürs Erste erfolgreich dagegen gewehrt hat. Wenn er sich von der gefährlichen Substanz fernhält, sollte er wieder auf den Damm sein, meiner Treue. Er muss sich so lange wie möglich schonen. Klingt gut. Klar, ist auch gemütlich hier unten. Darf ich wieder speichern? Ich darf wieder speichern. Und damit machen wir hier einen Cut und ich sage bis zum nächsten Part. Viel Spaß im Videos. Euer Heli.